Also, da hinten ist es schon. Dieses ist recht eben. Das heißt, die müssen wir da wieder rauslocken. Frohlocket, hör mal. Aber das sollte ja eigentlich auch null Problemo sein. So, ich park Bertie hier vorne. Dann will ich meinen Schlafsack auch hier hinter der Wand bauen wollen, ne? Willst aber nicht, ne? Auf der Straße ist dir doch zu risky, ne? Ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Will ich auch nicht machen. So. Wobei von der Nahrung her sollte es eigentlich noch funktionieren. Wir machen mal 3 Stunden. Wirst du eh nicht lange brauchen. 12.24 Uhr. Ja, das passt. Super. Dann Einstiegspunkt. Dann gehen wir los. Lass mal gucken. Hallöchen, 3 times, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht's dir? Ich hoffe gut. Beziehungsweise besser. So. Wehe, da ist jetzt keiner drin. Das fände ich kacke. Aber das ist ja auch so ein Banditencamp, ne? Da vorne ist der Eingang. Da ist einer. Aber da kann ich wieder nicht durchschießen, ne? Da geht's leider schlechter. Das tut mir leid zu hören. So. Aber die haben nur diesen einen Eingang, ne? Da oben stand einer. Beim letzten Mal, ja genau. 1, 2, 3, 4, 5 Schuss. Es sind nur noch 5 Schuss mit dem Sniper. Vorher waren es 9. So, ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute, ne? Gute Besserung. Dass du schnell wieder dich erholst, hey. Aber da kann ich nicht durchschießen, ne? Durch das Ding. Das war ein Schuss. Zwei. Drei. 4, 5. Okay, 5 Schuss brauchen wir die. Das ist sehr cool. Das heißt, jetzt 2 sind platt. So, dann kann es sein, dass irgendwie hier Twitch wieder am Rumpimmeln ist. Zwecks Verbindung und so. Hab ich so das Gefühl. Das ist aber ein schwieriges Camp. Guck mal, da steht eine Börte. Sag mal, da ein Auto. Das ist auf jeden Fall jetzt ein Auto. Das ist safe. Aber ich habe jede Menge Kids am Start, ne? Da ist ein Maschendrahtzaun. Da kann er wieder nicht durchschießen, du. Das ist ja alles halb verbipscht, du. Das ist alles scheiße. Aber ich habe die Dinge doch Minimum 2 Eingänge, oder? Einen auf der Rückseite, vermute ich mal. Ja, da hinten ist der andere. Glaube ich. Läuft gut. Ne, weil ich irgendwie hier immer wieder Verbindungsprobleme, neue Verbindungsaufbau im habe. Zum OBS, der sagt eine Verbindung zum Chat wieder aufgebaut. Deswegen wundere ich mich, ob es stabil ist. So, die ist irgendwo hinter den Kisten gerannt, ne?
Hä, der ist platt. Das heißt, 3 Stück sind weg. Da waren es nur noch 7. Mhm. Alter! Okay. Vier Stück. Kann ich den erwischen? Immer noch nicht. Also dieser Zaun, also das müssten sie irgendwie noch ändern. Einmal, zwei, keine ruckartigen Bewegungen. Hey, ihr seid keine Kaninchen, hör mal. So eine Scheiße. Komm, geh da rein. Dahin. Bitte. Sehr liebevoll. Einmal, zweimal, dreimal. Der hat jetzt mehr gebraucht, ne? Deutlich mehr. Hat einen Hammer. Ist ja Hammer. Wie du dich bewegst in dein Outfit. Okay, 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 okay. Okay, der ist platt. Ich habe aber dennoch immer noch einen Mordsrespekt vor denen, ne? Muss ich sagen. Zwiebelt schon so ein bisschen. Das waren jetzt 10 Schuss. Junge, Junge. Hasenkopf auf Spiel? Danke. Was hat denn der auf dem Kopf? Der hat eine Hasenmaske. Das waren auch 7 Schuss. Es waren jetzt 2 da oben. 3, 4, 5, 6, 7. Könnten noch Minimum 4 Stück drin sein. Ja, da hinten. Da läuft einer. Minimum einer. Sag mal. Ihr seht es bestimmt auch gerade, ne? Wie ich hier aus der Hebe im Kopf so. Ah, wer kennt's nicht, ne? Also, da haben wir einen. Mindestens noch einen. Der scheint aber gerade keinen Bock zu haben. Okay, da kommen die anderen. Nein, nein, nein. Renn, Charlie. Renn, 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 renn. Das sind noch mindestens 5. Oh, scheiß die Wand an. Das Gestagger halt, ne? Das ist echt heftig. Mindestens 3 Stück. 3 Stück. Okay, 3 Stück, 3 Stück, 3 Stück, 3 Stück. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich hab Durst, gönn dir. Auf den Schock erstmal was trinken.
Während die Jungs und Mädels da in der Nähe sind, ist es super. Der ist platt. Zwei noch. Da ist auch noch einer. Da drüben ist noch einer weggerannt, den muss ich im Auge behalten. Da ist noch einer drin. Er scheint schon wieder zu respawnen, meinst du, weil ich zu weit weg war? Platt. Und es wird dunkel. Das ist nicht gut. Aber war ich jetzt wirklich so weit weg? Oh, Spiel. Oh, das ist ein Kack-Timing. Safety first. Habe ich Dietriche dabei? Ich habe keine Dietriche dabei. Oh fuck. Kein Brecheisen. Oh nein. Am Ende ist da einer drin. Ich kann nicht befreien den Lurch. Weil keine Dietriche. Da ist einer drin. Tatsache. Oh fuck. My life. Scheiße. Das ist jetzt Kacke. Shift-Alt-O? Warum Shift-Alt-O? Was wollt ihr mit Shift-Alt-O? Ist bestimmt irgendwo ein Dietrich. 100 Pro. Oder auch nicht. Aber Reparaturkit für Börter? Oh, eine Schrotflinte. Und ein vollautomatisches Gewehr. Nice, hör mal. Schön. Das nehmen wir mit. Okay, ich gucke erstmal, ob hier... Ich hoffe, da sind keine mehr drin. Oh, ich habe keine Dietriche mitgenommen. Ich Horst, ey, hätte ich auch dran denken können, ne? Oh, wäre es bitter, ne? Wäre es bitter. Bittersweet Symphonies, hör mal. Puh, Dietriche Spiel, wenigstens ein. Bitte, Spiel, bitte. Sei mir gnädig, ich würde den gern befreien, ne? Oh, scheiß die Wand an. Ja, verrotte halt vor meinen Augen.
Ah, okay, da könnte Dietrich dran. Daumen drücken, dass wir Dietrich hier finden. Oder eine Brechstange, irgend sowas. Da ist noch einer. Das war der, der vorhin zurückgerannt ist, ne? Der draußen war. Das ist ein fucking Messer. Ich brauche einfach mal einen scheiß Dietrich. Marlene, bitte, komm zu mir. Oder eine Brechstange. Das Essen so, nö. Ich gönn dem nix. Solle verhungern. Chance wäre hier drin. Oh, Spiel. Da sind bestimmt Klamotten oder so eine Scheiße drin. Oder Money. Oder eine Salbe. Okay, wer von den Banditen hatte Hirschfleisch dabei? Oder ist das Hirschfleisch, Hirschfleisch noch von vorhin? Pack rein den Lachs. Oh, ich brauche einen Dietrich. Oh nee, ich habe das total vergessen. Oh, ist das kacke. Okay, vielleicht hier noch drin. Das kannst du nicht looten. Geh mal da hoch. Kein Dietrich. Oh nee. Oh, ist das scheiße. Daran habe ich so gar nicht gedacht. Müsste ich theoretisch nochmal nach Hause düsen. Warte mal, die haben wir. Die habe ich noch nicht durchsucht hier, ne? Bereich. Da drüben ist auch noch was am Leuchten. Schuhe, Hemden und Hosen. Brauch doch keine Butze, ich brauch einen Dietrich, Hammer. Auf, komm schon, Dietrich. Deine Brechstange, irgend sowas. Ah. Scheiße. Habe ich die schon? Von dem Zeug. Ein Dietrich. Okay, passt nicht mehr rein. Dann lass das doch hier. Oh, es ist schade. Schade. Marmelade, kein Dietrich. Oh nee. Auch nichts. Ja, schade. Dann kann ich nicht befreien. Shift, Alt und O drücken. Hast du, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Lass mal probieren, was passiert. Shift, Alt, O. O. Ist das hier so ein Creative Mode Gedöns. Kleidung, Nahrung. Können Sie alles holen oder wie? Requisiten. Aber es wäre gecheatet, ne? Ausnahmsweise? Weil mein Hirn nicht in der Lage war, richtig zu planen?
Das heißt, du kriegst ja auch Bohrwerkzeuge, Dünger, cool. Kannst ein Auto spawnen lassen. Das heißt, du kannst ja auch die ganzen Sachen hochleveln lassen, oder wie? Vollständiger Zustand, Körperbau, körperliche Stärke, sonstige Fertigstellung von Konstruktionen, schaltet Technologien ohne Materialien frei. Eintrag von Schnee, Winter, Durchfallinfektion. Warum will ich das freiwillig haben? Ich kann speichern, die FPS anzeigen, Zombieangriff, Schadenserhöhung, Amputation, Schlagkraft, okay. Machen wir einen Dietrich, ausnahmsweise. Waffen, Hammer, Eisenhammer, Stahlhacke, Zweihandmesser, okay. Baseballschläger, Stahl, Metallbogen. Also kannst du im Prinzip 18C, was ist 18C? Ihr seht nichts, ausnahmsweise. Man kann es rausschneiden. Okay, ein Dietrich. Muss ich da draufklicken? Und jetzt? Habe ich den... Ach, der liegt rum. Ah, okay. Ausnahmsweise? Ihr habt nichts gesehen? Okay, es gibt einen Creative Mode. Wusste ich auch nicht in dem Spiel. Thank you. Thank you, you're welcome. Schätzelein, du siehst nicht gesund aus. Definitiv nicht. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, ich gehe raus hier. Und, ja, würde sagen, ich verpiss mich jetzt. So. Ich hab nichts gesehen, ne? Was denn? Ja, ist alles cool. Okay. Das war das, wo du meintest. Falls genau jetzt ein Wipe käme. Ach so, okay. Okay, warte mal. Bertha hat unten am anderen Ende geparkt. Okay. Also es gibt einen Creative Mode, wo ich mir Sachen herschummeln kann. Gut. Haben wir den auch gesehen? Das Creative Mode Banditencamp. Ist klar. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause und bauen so unsere Basis fertig, ne? Nein, machen wir nicht. Es war eine einmalige Sache, einfach weil ich Horstes vergessen habe und, ja, okay. Der Zweck heiligt die Mittel, oder wie sagt man? So ein Ding ist das. Ist okay. Aber es war ein Banditencamp, da waren wieder viel mehr drin, ne? Und ich meine, in den Banditencamps, die so aufgebaut waren mit dieser Struktur, dass da immer ziemlich viele drin waren. Im Vergleich zu den anderen, die wir vorhin hatten. Oder es ist einfach rein zufällig, wie viel Banditen das Spieler reinpimmelt. So, Matte, du kannst da hier liegen bleiben. Und da triggert mich das, weil dann hier eine Matte ist und da eine Matte. Nee, Hauptsache ich reaktiviere mein Bett wieder daheim. So, Bertha, alles cool. Wir fahren nach Hause und dann haben wir noch effizient ein bisschen Zeit zum Bauen. Das wäre die falsche Richtung. Ja, ich weiß, alles gut. Die Richtung ist okay. So. Oder sollen wir noch den Supermarkt mitnehmen? Naja, ist, ist ja kein mitgedient, wenn du jetzt nochmal nach Hause musst, wieder zurück, als Ungeziefer reinigen, dann doch wieder den Dietrich vergessen zu haben. Meinst du, ich bin so? Ich fahre jetzt nach Hause, Dietrich mitnehmen, Muni auffüllen, Zeug ausräumen, hier noch was gucken, oh, ich wollte ja zurück und dann wieder Dietrich vergessen. Das kann sehr gut sein. Ja, ist schön. So. Ich würde sagen, wir können den Supermarkt noch machen, oder? Wenn wir schon mal hier an der Ecke sind. Wäre doch eine Idee. Ist dir schon passiert? Ach so. Deswegen meinst du, es muss anderen, oder es kann anderen auch so gehen, ne? Aber ich kenne, ich weiß, was du meinst. Ich weiß es. Ich fühle es auch.
Da steht auch nochmal ein Auto unter der Brücke. Okay, ganz viele Autos hier am Start. Dann würde ich sagen, Supermarkt. Komm, lass den noch machen. Dann bauen wir am Montag hier weiter. Frohenheiter. Und gehen jetzt in den Supermarkt. Börter, alles cool, alles easy. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wir locken die erstmal so ein bisschen hier. Bisschen hier weg. Ich habe zwar keine schallgedämpften, oh Junge, Waffen dabei. Aber es sollte passen. Wow. Sag mal. Heiliges Blechle. Aiming ist heute wieder vom Besten. Aiming ist super. Okay, super, Marc, das kriegen wir auch zeitig hin. Wörter, wir fahren ein Stück zurück. Okay, alles cool, alles easy. Hashtag GIF, Ausrufezeichen GIF BFG. Ja, ah, schön. Aber was war denn? Aber war der BFG Cheatcode für. War das der BFG Cheatcode für Doom? War das der? GIF BFG? Ich weiß noch so, All Ammo und. Diese ganzen Cheatcodes von damals, die man sich noch aufgeschrieben hat mit Bleistift und einem Blatt Papier. So, Autos looten für empfindliche Teile. Aber erstmal Wagen leer räumen für mehr Platz. Warte mal, da haben wir das ganze Fleisch drin. Machen wir den erstmal voll, oder? Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Halt nicht, okay. 762, 762, die kannst du wegtun, die hier. 556 brauche ich eher. Die kannst du reintun, die kannst du reintun, die Sticks kannst du wegtun. Ich höre dich, mein Lieber. Baumstamm. Und Rucksack. Und Reparaturkit passt auch noch, gell? Gerade so. Jetzt haben wir genug Zeit hier. Schnauze. Um euch noch Platz zu machen. So, das nehmen wir mit und Eisen. Benzin hole ich später. Gibt es irgendwie Futter oder sowas? Ich habe Hunger. Ah, von da. Ja, 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 ja. Warte, rennen, 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 rennen. Oh Gott. Jetzt hat die auch keinen Schuss mehr drin. Was ist denn los heute? Meine Fresse. Lad halt nach, Junge. So eine Scheiße, Drecksauto. So, das nimmst du mit, hast du erfolgreich verschossen. So,
Und dann gucken wir hinten noch rein. Hier vorne. Okay. Hier gibt es aber sehr viele Autos. Vielleicht fahre ich da besser rein. Schnauze. Ah, ein Supermarkt. Ach, das ist schön. So. Ach, herrlich. So. Also. Herr Wachmeister, ich weiß, ich habe nicht ordnungsgemäß geparkt. Das ist eine Ein- und Ausfahrt, aber ich bin gleich wieder weg. Nehmen Sie es mir nicht übel. Oh, schön. Spiel, danke. Hm, nein. Was hast du denn hier drin? Okay. Jetzt nicht so das, was ich eigentlich gewollt hätte. Kannst du mitnehmen. Das war ein Kunstschuss. Noch mehr Teile. Also, heute, ich will nichts verschreien. Ich behalte es mal für mich. Was die elektrischen Teile angeht. Oder die empfindlichen Teile. Warte mal, du hast hier vorne bestimmt auch was drin. Mir fehlen noch ein paar Teile für die Solaranlage, ne? Für die zweite. Ich glaube, 15 Stück müssen noch rein. Dann wäre die auch fertig. Zwecks Stromproduktion. Willkommen zurück, lieber Camo. Okay, das ist so das Auto, das will keiner haben. Das ist nicht schlimm, wenn es geknackt wird. Winddichter Mantel. Okay. Ach, 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 fünf Stück. Fünf. Spiel. Fünf. Hör mal, schön. Das ist doch toll. Sechs. Also hier auf dem Parkplatz bei dem Kaufhaus in D4 oben in der Ecke könnt ihr ganz viele elektrische, empfindliche Teile finden. Auf jeden Fall. Immer. So, aber der Wachmeister fand das scheiße, dass hier so geparkt. Bertha, kommen wir. Aber wo willst du denn da auch reinfahren? Wo hat denn das Ding die Einfahrt? Quer über den Poller oder was? Das ist aber auch ein bisschen ungeschickt gemacht. Also, wer das hier genehmigt hat vom Bau, ich hoffe, ich komme wieder raus. Oh. Ich hoffe. Wörter, ich krieg dich da raus. So schräg hochfahren am Ende. Letztens bei der Stadt insgesamt vier Teile. Ja, genau, ne? Das ist kein Parkplatz, okay? Alter, schön. Ja, aber was soll das sonst sein? Ich meine, du kannst mich erzählen, dass du hier wirklich nur. Es gibt ja auch keine Wagen, nur mal so nebenbei. Nein. Ey, sag mal. Nicht Wörter knüppeln. Kannst du mir. Aber es ist ja kein Parkplatz. Was soll das sonst sein? Ich meine, du kannst nicht mehr den Einkaufswagen, die nicht vorhanden sind, irgendwie hier über diesen Poller hieven. Stell mir vor, dass du fünfköpfige Familie musst dafür einkaufen. Du kriegst doch nie im Leben den Einkaufswagen hoch. Also da wünsche ich mir eine Einfahrt, bitte. Wirklich normgerecht, diengerecht, sodass da auch Rollstuhlfahrer problemlos ihre drei Kästen Wasser rausgefahren bekommen. So muss das. So. Ich bräuchte was zum Essensspiel. Aha, bitte. Konsumieren.
Yum, 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 yum. So, die drei Dosen reichen, glaube ich. Sollte genug sein. Gönn dir. Ja, ist okay. Trinkst du nochmal zwei Schluck? Eieiei, das ist doch schön. So. Was haben wir hier drin? Warum gammelt das Essen gerade weg? Heute irgendwie ist Wurm drin. So, ich brauche noch Kohlenhydrate. Nix. Aber der ist recht klein, finde ich, ne? Der Supermarkt. Ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, oh, da gehe ich öfters hin. Der ist auch noch so halb fertig irgendwie, ne? Kohlenhydrate 30, okay, das brauchen wir. Okay. Hier ist die Lieferstelle, wie es scheint. Da haben wir nichts drin. Also Supermarkt hat jetzt nicht so wirklich gelohnt. Kriegst ein bisschen Futter. Ansonsten alles noch nicht eingeräumt irgendwie von den hier Anwesenden. Guck mal, da sind die Wägen. So, und du kannst mich erzählen, dass du die Wägen mit diesen Rollen, die allesamt so aussehen, als wenn die diesen hier machen, wenn du geradeaus fährst mit dem Ding. Dieses eine Rad meistens in der hinteren Achse, das immer so rumpimmelt beim Fahren, ne? 100 pro. Wer kennt das? Einmal plus im Chat. Das ist mega ätzend. Das war so richtig. Okay, hier sind auch Wägen. Okay, und da hinten. Warum da hinten? Warum denn hier? Wer, das war der Praktikant, der keinen Bock mehr hatte und Feierabend haben wollte. Junge, Junge. Okay. Ja, 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 ja. Ich hab nur geguckt. Alles cool. Stellt euch nicht so an. Okay, also Supermarkt lohnt nicht. Wirklich. Was haben wir da hinten? Ja, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meines. So, Bertha, ich hoffe, wir kommen hier raus, ne? Ja, okay, ist in Ordnung. Ich höre auf zu meckern. Ist okay. So. Dann, was sagt die Zeit? Wir haben noch ein bisschen. Haben wir hier was drin? Bist du im Gebäude, in das man rein kann? Nein. Ansonsten, das ist wieder das Gelände, das wir schon erkundet haben. Also der kleine Supermarkt hier, der, ja, für zwischendurch, wenn der kleine Hunger kommt, hör mal, da kannst du das machen. Aber ansonsten ist das auch hier nicht so die Welt. Ich habe eine größere Folge. Sah größer aus, ne? Von außen. Aber kein Vergleich in dem Supermarkt, in dem großen in der Stadt, ne? Eine Spielzeugabteilung. Wo es die Munition gibt beim Kinderspielzeug. Das war schön. Das war eine schöne Folge. Gut. Fahr mal heim. Auf geht's. Allerdings nicht da lang, sondern da hinten lang. Dann schauen wir mal, das ist ja schon fast, aber fast wieder Feierabend. So. Auf geht's. Und los geht's. So, ansonsten lootmäßig, wir haben empfindliche Teile bekommen, das war okay. Das war in Ordnung und noch ein NPC, ne? Das ist schon eine schöne Sache. Hirschköpfe leider noch nicht. Die würde ich aber ganz gerne auch noch holen. Ich bin wieder in die falsche Richtung unterwegs, ne? Ich habe echt heute ein Hirn wie ein Sieb. Orientierungssinn gleich null. Nicht vorhanden. So. Aber so ist es. Aber wenn wir schon so Glück mit den Autos hatten,
Könnte man doch eigentlich auch hier mal gucken, ne? Wenn ich schon mal hier vorbeifahre. Das war mein Auto. Sag mal. Das ist Aiming manchmal, ne? Ist ein Traum. Ist echt ein Traum. Ja, ist okay. Wahrscheinlich haben sie still und leise die Drop Chance erhöht von den Teilen. Ich wollte auch Benzin mitnehmen, ne? Zum Auftanken. Oh ja. Oh ja, das braucht dringend was. So. Die braucht dringend was, die gute. Hinten drin. Ich glaube, im Kofferraum können keine Teile sein. Die sind meistens nur vorne in der Motorhaube drin. Also im Motorraum. G18. Kofferraum können die auch drin sein, okay. Aber ich glaube, größere Loot-Chancen hast du vorne im Motorbereich. Ich habe es jetzt verschrien, jetzt nicht mehr. Jetzt ist rum. Oh Gott, stell ich halt an, meine Fresse. Ich könnte dich um die Ecke greifen, dahin zu popeln. Du Nudel. Ja, ich hab's verschrien. Kannst du auch mal machen. Schatz-Zombies kommen, Apokalypse, was packen wir ein? Unsere beiden Handfeuerwaffen und Kochtopf. Scheiß auf Rucksäcke, scheiß auf Kleidung, scheiß auf alles andere. Hauptsache die Handfeuerwaffen ohne Munition und ein Kochtopf. Mehr brauchen wir nicht zum Überleben. Bear Grylls hat noch viel weniger. So. Oh ja, das war richtig cool hier drin, ne? In dem Gebiet. Das war richtig schön. Das war eine krasse Loot-Tour. Ah, das war richtig gut. So. Da eigentlich müssen wir auch nochmal zurück zum Flughafen, ne? Das war ja nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwie. Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Und ich wollte auch noch zum Händler gehen und mir noch weitere Schweinis holen. Und Tiere zwecks Babys kriegen und vermehren. Das ist auch noch auf der To-Do-Liste. Jetzt machen wir erstmal einen ganz entspannten. So, gönn dir. Gönn dir. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir schon mal 10 Stück heute. Das ist Träumchen.
Okay. Okay, was haben wir drin? What do we have in here? Okay, was zum Trinken, Militärrucksack, Schulterleuchte. Das bist nur du hier, ne? Also das Aiming in der letzten Zeit ist echt mies. Sorry. Das war richtig kacke. Okay. Dann haben wir noch ihn hier. Und er hier. Hauptsache Eisen, ist okay. Guck mal, da geht's. Da schafft das durchzugreifen, das ist super. Okay. Und die beiden noch. Mehr waren hier nicht. Vor allem Soldaten-Zombie auch, ne? Danke. Leder und Turnschuhe. Hat er nix. Aber ich beschwere mich nicht, ne? 11 Teile ist echt ordentlich. Oder 10 besser gesagt. Das ist okay. Schrotflinte noch. Okay. Haben wir aber alles schon. Gut. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Ist ein akzeptabler Loot. Auf geht's, ab nach Hause. Da mal gucken. So, der Händler hier vorne. E4. Hattest du Tiere am Start? Warst du ein Tierhändler? Nein, du hast ein totes Tier. Nur der in B2. Nur der in B2. Na, Tatsache. Nee, auch der in E1 hat auch Tiere. Also ganz hier hinten natürlich. Der hat auch noch Tiere. Also B2 und E1. Ja, wird mir dann... Also B2 ist echt super weit ab vom Schuss. Also wenn, dann fahren wir hier zu ihm und holen das. Das könnten wir machen. Könnten wir überlegen, ob wir das dann Montag mal machen. Ich sollte mir vielleicht ähnlich wie hier in 7 Days so eine To-Do-Liste schreiben, ne? So ein Schildchen aufbauen mit To-Dos, was noch zu erledigen ist. Würde mir vielleicht helfen und auch euch einen Überblick geben, was ich hier alles noch vorhabe, seit Wochen zu machen. Ich hab's gleich, Börter, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ein Stückchen noch und jetzt. Wunderbar. Ich gehe heute nicht wirklich liebevoll mit dir um, ne?
nicht wirklich. So. Fahr mal heim. Jetzt fahr mal heim. Dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Ich wette, das Fleisch im Rucksack von den Hirschen ist vergammelt. Das ist schon durch. Wolfies? Wie viel seid ihr eigentlich mittlerweile wieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, immer noch jede Menge. Okay. Aber da haben wir ja die Köpfe schon. Da haben wir ja die Köpfe schon. Kreuzfahrtschiffe, ne? Das war auch so ein Ding. Die Schiffe wollte ich mir auch noch angucken. Gammelfleisch kann man Döner draus machen. Ob Hund, Katz oder Maus? Ali macht einen Döner draus. Darf man das noch sagen oder ist es mittlerweile auch hier rassistisch und beleidigend? Müsste man da wieder so ein Zensurhinweis dran pappen oder so ein Warnhinweis? Wie bei den alten Sketchen von Otto. Ne? So, also, Mädel, wo bist du? Hey, das bist du. Du siehst, aber deine Augen sehen irgendwie... Du hast schöne Augen. Wie sehen deine Augen aus? Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Die hat gar keine Augen. Die hat gar keine Pupillen. Oh, ich weiß, ich glaube, ich bringe dich zurück und bind dich wieder fest. Oh mein Gott. Alice. Alice. Who the fuck is Alice? Okay. Produktionskapazität auf 15 hoch. Ich war aber, als ich den Leisure Club gebaut habe, bei 18. Warum ist es wieder runter auf 15? Das check ich nicht. Das ralle ich nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Aber wie viel habt ihr ins Lager gepackt mittlerweile? Wenig Holz, ziemlich viel anderen Scheiß. Okay. Ja, okay, okay, gut, das... Ja, okay, ist in Ordnung. Kann man so akzeptieren. Gut. Also. Hier kannst du mal frech, fröhlich jetzt das Eisen schon mal reinhauen. Und anschmeißen, dass ich noch mehr Stahl produzieren kann. Denn ich würde gerne hier das Chemielabor mal fertig bauen. Ne? Ist noch genug Energie und Wasser da für das Kontrollzentrum? Ich meine, wir könnten mal gucken. Badam, 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 badam. Ja. Ja, schon. Womit habe ich das Häuschen ja eigentlich verbunden? Meinst du, es hat damit zu tun, dass das irgendwie hier Elektrizität verbunden mit Stromhäuser? Und Stromhäuser? Hat eigentlich noch genug. Also, daran kannst du nicht liegen. Könnten Benzin reinpimmeln. Bisschen nochmal hier das starten. Aber eigentlich, das sollte reichen. Wasser eigentlich auch. Also das passt. So, noch heute schaffe ich es nicht bis 22 Uhr. Muss ins Bett. Alles gut, ist vollkommen in Ordnung. Alles gut. Ist ja nur eine Viertelstunde noch. So. Ihr Lieben. Passt das doch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Das heißt, es sind wieder 5 Barren. 1, 2, 3, 4 sind nochmal 5 Barren. Da haben wir auch noch. Okay, dann können wir schon mal die empfindlichen Teile hier oben reinsetzen. Liebe Anne, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Vielen Dank für deinen Support. Schön, dass du hier warst. Und wir sehen uns Freitag dann. Wenn du mal
möchtest, würde ich mich freuen. Gut, 5 Teile noch. Dann ist das auch fertig. Sehr gut. Was machen eigentlich meine Viecher hier? Wasser haben sie genug. Futter. Sind wieder runter, ne? Oh, Junge. Ah, ich habe die ganzen Lebensmittel hier verheizt, ne? Dann würde ich aber einen Teil von den Pflanzenfasern jetzt auch mal hier... Wer hat das denn eigentlich alles angeordnet? Wer war denn hier so ein Schlauer? So, da brauchen wir so einen Knopf, irgendwie alles sortieren irgendwie, ne? Oder irgendwie gescheit anordnen. So. Nährstofflösung für die Pflanzen haben wir mehr als genug. Da brauchen wir erstmal nichts. Wichtiger ist jetzt erstmal Tierfutter. Ja, ihr kriegt noch. Alles gut. Das machen wir jetzt noch. Ihr Lieben. Schnauf, Grunz. Aber anscheinend sterben tun die Tiere nicht. Was schon mal cool ist. Und dann lass doch mal hier ein paar Pflanzenfasern rausziehen. Lagerhaus. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich sagen, das sind super wenig, ne? Also Sticks haut er mir tonnenweise raus. Aber so diese Pflanzenfasern, das ist echt immer wenig. Kapazität ist jetzt auf 20, weil Wasser vielleicht aufgefüllt worden ist. Das heißt, ich sollte gucken, dass die Ressourcen immer hoch sind. Aha. Ah ja, okay, wieder was gelernt. Das heißt, es hat damit zu tun, wie viel auch im Speicher ist sozusagen. Okay, cool. Wieder was gelernt. So, letzte Maßnahme für heute, Tierfutter herstellen. Dann ist es bis Montag durch. Ich würde schauen, dass ich bis Montag vielleicht den Wall auf der Seite und auf der anderen Seite fertig bekomme. Und ansonsten schauen wir mal, ne, was wir Montag machen. Bis dahin werde ich dann auch die Schilder noch gemacht haben mit der... Tudu, der guckt, der hat auf den Boden geschmissen, weil er keinen Platz mehr hatte. Tierfutter, Tierfutter, Tierfutter. Das machen wir gleich noch. Das wären 25, sind 5. Sind 50, sind 75. Dann passt das. Können wir das auch noch machen. Tierfutter. Jungs, Mädels, ihr kriegt jetzt was hier. Komm, gönnt euch. Ja, fein. Gut. Also, ich werde mir es jetzt aufschreiben. Ich würde ganz gerne am Montag zum Händler fahren, Tiere holen. In Hoffen, dass weibliche dabei sind. Dann würde ich auch ganz gerne mal hier zu so einem Schiffchen fahren. Da war ja hier oben so ein dickes Schiff am Start. Und ich meine, irgendwo... Hier unten bei C2 ist, glaube ich, auch noch eins. Das muss man so ein Schiff angucken. Das Ding ist irre weit weg. Da wäre noch ein Banditenlager hier. Nee, hier drin, da oben. Das könnte man sich überlegen, aber es ist halt sau ab vom Schuss, ne? Oder ob man sagt, man nimmt das hier bei C2. Das könnte man überlegen. Müsste ich mal schauen. Vielleicht fahre ich dann auch schon vor nach A7, dass wir uns da abholen. Mit Dietrichen. Dann könnten wir vielleicht am Montag hier noch das Banditenlager säubern und gucken, ob da einer drin sitzt. Mal schauen, mal gucken. Wäre eine Idee, ihr Lieben. Würde ich sagen, machen wir so. Das heißt, mit der pupillenlosen Alice. Who the fuck is Alice? Hör mal, Mädel, guck mich mal an. Das ist echt weird. Und hör auf, das zu machen. Hör auf, das zu machen. Das macht es nicht besser. Gerade mit ohne Pupillen ist es schwierig. Oder ist sie blind? Das kann auch sein. Alice, ich freue mich, dass du hier bist. Du hast jetzt schon deinen Ruf weg, die weirdeste hier im ganzen Ort zu sein. Und ja, ansonsten würde ich sagen,
besten direkt eine Brechstange im Börter platzieren. Das machen wir. Packen wir Brechstange ein, dann muss ich das hier. Dann vergesse ich das auch nicht. Das ist jetzt so die allerletzte Maßnahme. Brechstange. Auf hinein damit. Das Zeug räumen wir noch aus. Das mache ich jetzt alles hier so zwischen den ganzen Streams. Und ja, würde sagen anstelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Wir sehen uns wieder am Freitag. Dann geht's weiter mit Survive the Nights. Auch da habe ich ein bisschen was vor, was zu finden gilt, bevor dass es da auch Progress weitergeht. Und ja, bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support auch heute Abend wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.